herzlich willkommen zu einem neuen Trip Report. Heute mal ein kleiner Vergleich. Genau, wir fliegen mit British Airways mal wieder. Einmal mit der Club Europe, also Business Class, und einmal in der Economy Class. Und beides höchstwahrscheinlich mit der A320neo, also das neueste Produkt. Schauen wir mal, was an Bord so geboten wird. Und wir fliegen mal wieder von unserem Heimatflughafen Hannover ab. Hochzähle 12 Flüge für heute. Aber gut, es ist mittags, eine ganz angenehme Zeit für uns, mittags abzufliegen. Aber 12 Flüge, oh, das schmerzt. Das ging jetzt aber schnell. Also wir haben unsere Bordkarten ja schon vorher eben in der App uns ergeben lassen. Das heißt, wir mussten nur uns einen Koffer aufgeben und jetzt geht's ab. Risiko. Okay, das ist dann doch keine A320neo, es ist eine normale A320-200. Ja, das Boarding, wir steigen als letztes ein, ziemlich entspannt. Wir werden gleich begrüßt mit einem very nice mask. Ja, wir mögen unsere Maske auch sehr. Das ist etwas Außergewöhnliches hier, glaube ich. Ja. Und es ist eine 6-Reihen-Business-Class hier, die Club Europe. In eigener 3-3-Konfiguration, aber der Mittelsitz bleibt ja, wie immer, wie ihr es von British Airways kennt, frei. Mit einem Tisch geblockt. We're pleased to let you know the problem will actually be quite fine, so long as there are no fine series of both. You may use handheld devices as well. So, machen wir schnell kurz den Test hier. Ich kann ein bisschen zurückgehen, aber das war es dann auch schon. Aber ich kann auch die Kopfstütze hochfahren und ein wenig die Stütze links und rechts rausschieben. Einer der wichtigsten Reisebegleiter aktuell, Desinfektionsmittel und natürlich die Maske. Du bist ein richtiger Reisebegleiter, hast du recht, ja? Hast du das schon gezeigt? Nee, noch nicht. Ja, wir müssen irgendwann unsere ganzen Kreditkarten und Membership-Karten unterbringen. Ja, da hatte ich mir bisher ein ganz billiges, einfaches Case, aber da hat nicht alles reingepasst. Letztes Mal habe ich bereut, dass ich meinen Führerschein nicht dabei hatte. Da waren wir auf den Seychellen. Jetzt habe ich alles dabei. Wirklich alles. Please study the safety card in your seat area, as this includes important safety information specific to this aircraft type. Thank you.
auch gleich mal, was da drin ist. Also das ist das vorgepackte Business Class Meal von Do und Co. Wir hatten es ja auf unserer längeren Strecke mit der A350 1000 von Dubai nach London. Da gab es auch eine Box, zweimal Boxen. Einmal Frühstück und einmal dann das warme Essen. Eigentlich war es davor warm, immer das warme Sandwich, aber hier ist es kalt. Hier sind unsere Akte. Sie kam gleich zu uns und hat gefragt, ob wir denn zwei Champagner haben möchten. Aber sagen wir doch nicht nein, oder? Steht das irgendwo? Ja, wir haben bestimmt einen Eintrag. Gut, ich bin ja irgendwie neugierig, was da drin ist. Ja, machen wir. Also, das Sandwich heißt Handmade Sandwich. Dessert ein Schoko, Do und Co. Pudding. Ja, und letztendlich nur eine Flasche Wasser und dann etwas Besteck, Plastikbesteck. Das war's. Und das Ganze als Bilder mit uns, das ist. Ja. Ja, es gibt zwar weiterhin Champagner, aber immer noch in einem Plastikbecher. Das ist ein bisschen entwürdigend für ein Champagner, glaube ich. Aber man muss es so nehmen, wie es ist. Ich sage trotzdem Cheers auf einen schönen Flug. Den haben wir jetzt schon gehabt. Bloß keine Lounge. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Es gibt keine Lounge zurzeit zur Verfügung in Hannover. Die Carriauto Lounge, die dann angeboten wird normalerweise, die ist geschlossen. Also es gibt als Speise tatsächlich nur jeder zwei Sandwichscheiben. Ich habe irgendwas mit Chicken, aber das schmeckt eher nach Whole Salad. Und Dominik hat getrocknete Tomaten und Rucola. Das schmeckt mir besser, muss ich sagen. Ist aber jetzt nicht wirklich ein richtiges Business Class Essen. Das ist eher ein einfaches Economy Essen, muss man leider sagen. Aber das könnte. Der Schokopudding, der schmeckt so gut und so lecker. Also. Und ja, angekommen, noch nicht ganz angekommen, am Gate. Wir sind am Hauptterminal angekommen. Wir werden jetzt erstmal einreisen, zeigen wir euch gleich. Aber war ein sehr entspannter Flug bis jetzt. Und ich würde sagen, als nächstes werdet ihr sehen, wie wir dann mit British Airways in der Economy zurück nach Deutschland fliegen werden. In der nächsten Sequenz werden wir unseren Flug dann zurück nach Berlin Tegel sehen mit der British Airways Economy Class. Genau, viel Spaß. Und da machen wir auch kein Outro mehr in Berlin. Deswegen sagen wir jetzt schon mal Tschüss, viel Spaß bei Economy und bis zum nächsten Video. Sie haben die Embassy jetzt angerufen und... Ja gut, aber wir müssen nochmal erklären. Also erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fliegen heute kurz mal eben von London nach
Berlin. Eigentlich war was anderes geplant, aber das erklären wir euch im Laufe des Videos. Mit British Airways in der A320, ja, in Economy Class. Also eigentlich hatten wir vorgehabt, heute nach Los Angeles zu fliegen, aber es hat leider nicht funktioniert. Macht ja nicht. Das ist ein bisschen kompliziert alles. Aber wir hatten einen Plan B und deswegen fliegen wir jetzt mit British Airways nach Berlin. Genau. Dann gehen wir einfach nach Hause. Wir haben einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 48 Stunden. Und damit müssen wir uns laut den aktuellen Regeln zu dem Zeitpunkt unseres Fluges nicht in Quarantäne begeben. Und somit sind wir safe. Wir werden jetzt erstmal 2 Stunden lang in die British Airways Galleries First Class Lounge gehen, da wir ja British Airways Executive Club Gold Member sind. Das ist immer eine tolle Sache, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Ist alles etwas anders. Ach, das kenne ich. Mal gucken, wie es in der Economy Class ist. Ja, mal gucken, wie es in der Economy Class ist, aktuell mit British Airways zu fliegen, auch als Statuskunde. Ich liebe es. Habe ich schon mal eine Tüte, also 1-Liter-Tüte. Aber in London Heathrow muss immer noch etwas extra verpackt werden. Ich hasse es. Es ist ganz furchtbar hier. Ja, letztendlich ist es ja so, wir wissen nicht, ob das Gepäck ankommt, weil wir haben es ja umlabeln lassen, aber wir sind da ganz locker, selbst wenn es nicht ankommt. Wir haben ja unsere Amex-Versicherung mit der Gepäckverspätung, Gepäck was weiß ich was. Stefan hat es in den Kursen gesagt, der ist übrigens kostenlos, einmal anschauen, da wisst ihr alles dazu. Und ja klar, man kann es auch bei der Fluggesellschaft einreichen, aber viel einfacher. Und dazu schaut euch am besten mal unseren Hongkong-Vlog an, als der Koffer nicht mitkam. Funktioniert es mit der Amex, denn da ist es ratzfatz da und alles gut. Genau. Man will sich in den Himmel loben, aber es ist halt ein Komfort, den wir an der Stelle haben. Oh ja. So, da bestell uns mal was. Also es gibt keine Menükarte mehr und es gibt leider auch kein Buffet. Ist alles abgesperrt, könnt ihr hinter mir sehen. Dafür gibt es einen scannbaren Code, also einen Code, den man scannen kann. Und dann kann man seine Menükarte auswählen, was man haben möchte. Und ich will erst eine Kleinigkeit jetzt, die wird uns, glaube ich, gerade gebracht. Oh ja. Genau, wurde uns gerade gebracht hier, also dann hat ihr quasi die Möglichkeit, sich Essen zu bestellen, nicht mehr das Buffet. Wobei, bestellen konnte man sich ja auch früher direkt im Restaurant oder halt auch nach draußen hin, egal wo man ist, aber das Menü gibt es gerade nicht. Aber scheint zu schmecken. Mhm. Ja, aber dafür gibt es den Champagner, wie immer. Cheers. Cheers. Hier schon runtergefahren sind. Das ist schon echt nicht mehr wahr, aber lange ist wieder her. Also es waren noch tolle Zeiten damals, wie wir hier runtergefahren sind. Ne? Ich sag mal so, es ist so ein Stück Flashback zu der Zeit vor Corona. Und ja, also es ist eine schöne Erinnerung, muss ich sagen, und schön wiederzuerleben. Ja. Ich hoffe es nach dem Impfstoff wiederzuerleben. Ja. Nach dem Impfstoff ist immer so ein absoluter Schwachsinn, sowas zu sagen. Muss man ganz ehrlich mal erwähnen, denn nur wenn er da ist, heißt ja nicht, dass sich auf einmal alles ändert. Wir müssen lernen, damit zu leben, und das tun wir gerade, oder nicht? Ja eben. Ob vor dem Impfstoff, bis nach dem Impfstoff und mit dem Impfstoff. Scheiß doch drauf, falsch gesagt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal wirklich so direkt sage. Jawohl.
B48. The main on transit for gates C52 to C66. This is gate B52 to B48. Ja, genau, wir fliegen die Economy Class bisher. Wir sind auch in der Reihe 22. Aber es wird ja nach Reihen aufgerufen. Also erst die hinteren Reihen, 25 bis zu Ende. Und dann, wir sind in Reihe 22, wir sind aber gerade quasi zu aufgerufen nach vorne gelaufen. Das passt. Jo, dann sind wir jetzt drin. Oder reich drin? Reich drin. Und es regnet in London, wie immer. Ja. Hallo. Thank you. Hallo. Ich habe eine Frage, wie sie das staut sich trotzdem, oder? Ja, ja, das ist ja ist ganz gut. Automatisch bei CM Aeropress. Christian Abramber seats, followed by 15 Yonkwit or many customers. Yeah. Thank you. As we are operating a full flight today, we kindly ask that you place all large items in the overhead lockers and all smaller items such as backpacks and luggage free economy class here A23 nach Berlin. Also irgendwie fühle ich mich ziemlich eingeengt im Vergleich zu dem letzten Video vom letzten British Airways Flug. Habt ihr vielleicht gesehen in der British Airways Club Suite. Das war ein toller Flug, aber wir mussten ja letztendlich improvisieren und fliegen jetzt mit der Economy Class British Airways nach Berlin, um nach Hause zu kommen. The boat should have this feature enabled now. Handheld devices must be held securely. Take out your devices, not get lost within your seat if it does happen. Apologies that we're running a little bit behind schedule this afternoon. The cleaning team, disinfect the aircraft before service was a little late arriving. And at the bisschen erschreckend fand ich jetzt, dass eigentlich ja aus London die Aussteigekarte, die ich so schön ausgefüllt habe für Stefan und mich,
eingesammelt werden muss von der Fluggesellschaft. Niemand möchte die haben. Ich bin mal gespannt, wie es in Berlin sein wird, wenn wir gelandet sind. Okay, also wird auch nach Rhein hier entboardet, also wir müssen noch warten. Wir sind in der Reihe 22. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Da sind wir im Tegel angekommen in Berlin. Und ja, es wird wahrscheinlich bei uns der letzte Flug gewesen sein hier nach Berlin-Tegel. Danach wird der Flughafen zu sein. Ja, gut, vielen Dank fürs Zuschauen, für das kurze Video und ja, bis zum nächsten Video dann. Tschüss.